Wir sind auch wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Diesen Trinok jetzt doch langsam mal zum Laufen bringen. Und dann kann man direkt weiter. Keine Ahnung, wie er schießt. Ich glaube, sogar stattdessen einfach noch selbst auf die Kirche schießt. So extrem crazy, ja. Ich glaube, ich habe sogar recht. Ich glaube, ich habe recht. Selbst in der eigenen Kirche schießen. Bewegung! Los jetzt! Vermessen ihr doch seid. Ihr spielt mit Kräften, die euren Horizont übersteigen. Verstehe ich nicht, Kreatur. Was seid ihr? Warum tut ihr das hier? Die Sterblichen betteln um eine Wahrheit, die nicht für sie bestimmt ist. Sie übersteigt alles, was ihr seid, was einst auch ich war. Werdet meiner gewahr. Erkennt, was zu sein ihr vorgegeben habt. Huldigt dem Ältesten. Huldigt dem Willen von Korypheus. Ihr werdet vor mir knien. Das alles ergibt keinen Sinn. Lasst es mich verstehen. Euer Verständnis ist nicht vonnöten. Solltet ihr es dennoch erlangen, könnt ihr euch glücklich schätzen. Ich bin wegen des Ankers hier. Und seine Entfernung beginnt jetzt. Es ist eure Schuld, Herold. Ihr habt ein seit Jahren geplantes Ritual gestört. Und statt zu sterben, stahlt ihr, was es bewirken sollte. Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt. Doch das, was euch als gesegnet kennzeichnet, was ihr gegen die Risse einsetzt, war mein Schlüssel zum Himmel. Und ihr habt den Anker verwendet, um mein Werk zunichte zu machen. Wie könnt ihr es wagen? Was soll dieses Ding bewirken? Es soll Gewissheit bringen, wo es keine gibt. Die Gewissheit, dass ich für alle Zeiten Jagd darauf machen werde. Einst bin ich unter dem Namen eines anderen ins Nichts eingedrungen, um den alten Göttern des Reiches höchst selbst zu dienen. Doch ich fand nur Chaos und Verderbtheit vor, totes Flüstern. Tausend Jahre lang war ich richtungslos, doch das hat nun ein Ende. Ich habe den Willen gefunden, unter meinem eigenen Namen zurückzukehren, um Tevinter wieder aufblühen und diese verderbte Welt gesunden zu lassen. Betet, dass ich Erfolg habe, denn ich habe den Thron der Götter gesehen. Und er war leer. Der Anker lässt sich nicht entfernen. Eure jämmerliche Stümperei hat ihn nutzlos gemacht. Ich werde von Neuem beginnen und einen anderen Weg finden, dieser Welt, die Nation und den Gott zu schenken, die sie benötigt. Und was euch angeht, ich werde keinen Rivalen dulden, so unwissend er auch sein mag. Ihr müsst sterben. Ist
Ihr denkt, wir beugen uns euch. Das werden wir nicht. Wir kämpfen, wenn wir es wollen. Sache. Sache. Der Ankommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wissen wir, wie der Feind aussieht. Der ist hässlich. Ach, die Ladescreens, ich liebe sie. Da. Es ist es. Du hast mal das Riss ist irgendwie. Okay. Alles was ich. Schade. Alles Riss ist eine Fähigkeit, die von mir. Das ist eine was ich die. Thank you.
Kälte, Schneesturm. Weg die ganze Sicht. Was soll ich Ihnen denn eurer Meinung nach sagen? Das hier ist nicht das, worum wir Sie gebeten haben. Wir können nicht einfach darüber hinweggehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und wer bitteschön hat euch das Kommando übertragen? Wenn wir keine Einigkeit erzielen, haben wir gar nicht... Bitte, lasst uns doch vernünftig sein. Ohne die Strukturen der Inquisition sind wir aufgeschmissen. Ja, aber sie entstehen nun mal nicht von allein. Das hat sie auch nicht behauptet. Es reicht. Das alles führt doch zu nichts. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Psst, ihr müsst euch ausruhen. Das geht jetzt schon seit Stunden so. Dank euch können sie sich diesen Luxus leisten. Der Feind konnte uns nicht folgen. Und wenn wir Zeit für Zweifel haben, suchen wir nach Schuldigen. Solche Streitigkeiten können uns ebenso gefährlich werden wie Korypheus. Wissen wir, wo Korypheus und seine Truppen sind? Wir sind uns nicht einmal sicher, wo wir sind. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns trotz seiner verbliebenen Truppen noch nicht gefunden hat. Entweder das, oder er hält euch für tot. Oder er denkt, ohne Haven wären wir verloren. Oder er rüstet sich für einen weiteren Angriff. Ich weiß nicht, was diese Kreatur denkt. Ich weiß nur, welche Auswirkungen sie auf uns hat. Wenn Sie darüber streiten, was wir als nächstes tun sollen, bin ich dabei. Eine weitere erhobene Stimme wird Ihnen nicht helfen, auch nicht eure. Vielleicht sogar insbesondere nicht eure. Unsere Anführer tun sich schwer mit dem, was wir Überlebenden mit angesehen haben. Wir sahen unseren Beschützer standhalten und fallen. Dann sahen wir, wie er zu uns zurückkehrte. Je mehr uns der Feind überragt, desto wundersamer erscheinen eure Taten. Und desto vorherbestimmter die uns auferlegten Prüfungen. Es ist schwer zu akzeptieren, nicht wahr? Was zu ertragen wir berufen sind. Was wir womöglich glauben müssen. Mutter Giselle, ich verstehe nicht, welche Rolle es spielt, was ich glaube. Ob er nun gelogen hat oder nicht, Korypheus ist eine reale Bedrohung. Hoffnung allein wird uns nicht vor ihm retten. Shadows fall and hope has...
is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd's lost and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky. Geht's auch mal. Eine Armee braucht mehr als nur einen Feind. Sie braucht ein Ziel. Auf ein Wort. Eine weise Frau, deren Worten man Beachtung schenken sollte. Ihresgleichen weiß um die Momente, die Einigkeit schaffen oder sie zerstören können. Die Kugel, die Korypheus bei sich trug, die Macht, die er gegen euch eingesetzt hat, ist elfisch. Ich weiß nicht, wie er sie erlangte, aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist von meinem Volk und im Besitz eures Feindes. Im Moment weiß ich weder, wie Korypheus überlebt hat, noch wie die Leute reagieren, wenn sie herausfinden, woher die Kugel stammt. Na schön. Was ist sie und woher wisst ihr davon? Sie waren Fokusse, die dazu dienten, uralte Magie zu kanalisieren. Ich habe derartige Dinge im Nichts gesehen. Alte Erinnerungen an noch ältere Magie. Korypheus glaubt, sie stamme aus Tevinter, doch die Magie seines Reiches wurde durch mein Volk begründet. Ob wissentlich oder nicht, es stellt eine Gefahr für unser Bündnis dar. Diese ganze Sache ist verwirrend. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die Elfen dafür verantwortlich machen wird. Die Geschichte würde euch dazu stimmen, aber wir können verhindern, dass es zu derartigen Schwierigkeiten kommt. Spannend. Korypheus hat die Inquisition durch seinen Angriff verändert. Er hat euch verändert. Kundschaftet den Norden aus. Führt sie. Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet. Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann. Das ist genau das Richtige. Eine Festung im Berg. Die Himmelsfeste.
Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten. Aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Er ist deshalb gekommen und jetzt nützt es ihm nichts mehr, also will er mich tot sehen. Ganz einfach. Der Anker hat Macht. Aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, der Rivale dieser Kreatur. Und das wissen wir. Wir alle. Die Inquisition braucht einen Anführer. Jemanden, der sie längst anführt. Das ist ein geiles Spiel. Euch. Sehen das alle so? Setzen alle so großes Vertrauen in mich? Alle diese Leute sind wegen euch noch am Leben. Sie werden euch folgen. Das war nicht die Frage. Ich sage es euch ganz ehrlich. Jemandem diese Macht zu gewähren, ist beunruhigend. Aber ich muss glauben, dass es so vorherbestimmt ist. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie sie auftritt und wie sie führt, ist allein eure Entscheidung. Korypheus wird mich nie in Frieden leben lassen. Das hat er deutlich gemacht. Er will ein Gott werden und über uns alle herrschen. Korypheus muss aufgehalten werden. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden Sie uns folgen? Inquisition, folgt ihr uns? Werden wir kämpfen? Werden wir triumphieren? Wir haben eine Streitmacht. Und jetzt auch euer einen Anführer. Euer Herold! Euer Inquisitor! Geht. Es gibt Arbeit zu erledigen. Zuerst einmal holen wir das hier wieder auf. Hier beginnt es also. Was ist da drüben? Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korypheus, abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Das reicht doch schon. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korypheus weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Einen Vorteil zumindest haben wir. Wir wissen, was Korypheus als nächstes vorhat. In dieser merkwürdigen Zukunft, die ihr erlebt habt, wurde Kaiserin Selene ermordet. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee... Eine Armee, die er, wenn man der Zukunft Glauben schenkt, noch durch eine gewaltige Dämonenstreitmacht verstärken wird. Gott hin oder her. Korypheus könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann.
Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Er hatte schon mal das Vergnügen mit Korypheus und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Er kann uns sicher helfen. Neue Verbündete sind immer gut. Stellt uns einander vor. Das würde zu viel Tamtam machen. Ich denke, ein vertrauliches Treffen wäre besser. Auf den Wehrgängen. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert. Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wen ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Schade. Soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalfterter Soldaten? Wenn ihr euren Mund halten und stattdessen die Augen aufmachen würdet, wäre euch klar, dass die Inquisition unsere einzige Hoffnung ist. Was mögen Sie hier unten wohl gemacht haben? Und was könnte ich hier machen? Ich kann sagen, katalogisieren. Test der Arbeit. Schwierig, um es klar zu sagen. Ich habe in diesem Leben schon zu viele brennende Häuser hinter mir gelassen. Aber das hier, das wird schon. Ihr seid jetzt Inquisitor, was? Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Es ist nicht Zeit. Alle brauchen Zeit, um sich darauf einzustellen. Das ist keine Frage der Zeit, sondern der Ziele. Und davon habe ich reichlich. Jetzt haben alle einen guten Grund, Korypheus zu hassen. Das haben wir zwar auch schon vorher getan, aber jetzt hat das Kind einen Namen. Ihr seid die Überraschung, nicht er. Wir mussten überstürzt aufbrechen, aber ihr wart in eurem alten Haus. Konntet ihr irgendetwas retten? Meinen Familienhammer. So albern es auch klingt. Es tut gut, wieder arbeiten zu können. Wie ist es? Kommt ihr zurecht? Das wird schon, wie immer. Dort wäre Platz für... keine Ahnung wofür. Hier ist genug Platz für etwas Großes. Da kommt eine Menge Arbeit auf mich zu. Das stimmt. Könnt ihr zu den Leuten, die wir in Haven verloren haben, etwas sagen? Ein Jammer, dass er da tot ist. Leute mit seiner Erfahrung sind spärlich gesät. Flisser, ein Jammer. Sie war noch so jung. Der Rest von uns macht weiter. Das sind wir ihnen schuldig. Ihr habt uns die Chance dazu gegeben. Danke dafür. Wie macht sich eure neue Schmiede? Sie ist besser, als Haven je hätte sein können. Die Umstände könnten zwar besser sein, aber ich schätze, wir müssen nach vorne schauen. Ich komme später wieder. Ich werde hier sein. Alles klar. Die wird feste dann in der nächsten Folge. Sie genauer. Also, bis dann. Tschüss.